Hallo und herzlich willkommen bei windowspower.de. Heute wollen wir Ihnen zeigen, wie Sie den Nummernblock Ihrer Tastatur oder bei Ihrem Laptop ständig aktiviert haben. Das heißt, wenn Sie einen PC oder Laptop einschalten, damit Sie diesen nicht jedes Mal den Nummernblock aktivieren müssen, sondern dass dieser von Haus aus schon aktiviert ist. Das geht ganz einfach. Dazu die Windows plus die R-Taste drücken. Hier Regedit eintippen. Das ist der Registrierungseditor. So, jetzt haben wir den Registrierungseditor gestartet. Dann müssen wir zu diesem Punkt hier gehen, zu HKEY Users. Dann Default, Control Panel. Und dann haben wir hier ganz einfach Keyboard. So, dann haben wir einen Punkt hier, der nennt sich Initial Keyboard Indicators. Diesen müssen wir jetzt doppelt drücken. Und hier ist ein Wert drinnen. Und hier müssen wir nichts anderes machen, als dass wir am Ende die Zahl 2 addieren. Das heißt, ich habe hier 48 plus 2, ich mache eine 50 draus. Wenn bei Ihnen 50 ist, steht, dann müssen Sie natürlich 52 machen. Und 52 steht 54, also immer 2 addieren. Bei mir waren es 48, ich habe jetzt 2 addiert. Ich bestätige das Ganze mit OK, schließe den Registrierungseditor. Starte meinen PC neu und das war schon. Das heißt, ich habe jetzt immer meinen Zahlenblock aktiviert. Egal was ich mache, sobald ich den PC starte, ist der Zahlenblock aktiviert. Das war es auch schon. Sollten Sie dazu Fragen haben, dann zögern Sie nicht und fragen Sie uns. Über ein Abo würden wir uns natürlich sehr freuen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr Windows Power.de Team.